In der schwedischen Stadt Eskilstuna, westlich der Hauptstadt Stockholm, brauchen Bettler seit dem 1. August eine Erlaubnis. Diese kostet pro Tag umgerechnet 23 Euro. Viele Angehörige der Roma-Minderheit sind von der neuen Vorschrift betroffen. Schon allein den Antrag auszufüllen ist für sie schwierig. Bianca versteht nicht, was das soll. Sie fühlt sich bestraft. Ich habe doch nichts gestohlen. Wir sind friedlich, greifen niemanden an. Wir sind auch nicht aufdringlich. Wir sagen nur Hallo. Thomas Bergqvist von der Polizei Eskilstuna meint, die Bettellizenz werde für Ordnung sorgen. Wer keine Erlaubnis hat, bei dem werden dann andere Gesetze angewandt, damit das Einsammeln von Geld ein Ende hat. Tausende Roma sind aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn, wo sie häufig verfolgt werden, nach Schweden gekommen und halten sich mit Betteln über Wasser. Kritiker der Maßnahme sprechen davon, dass zum ersten Mal in Schweden Armut bestraft werde. Die neue Bettellizenz lohnt sich für viele nicht. Die 23 Euro am Tag, die die Lizenz kostet, müssen erst einmal erbettelt werden.